Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Uptrend-Kanal. Mein Name ist Daniel und heute sprechen wir über Kunst und zwar das Projekt ArtFi. Was ArtFi kann oder können möchte und wo der Use Case dahinter steckt, all das bekommst du jetzt von mir kurz und kompakt im Video. Was ist genau der Nutzen von ArtFi? Wir beginnen mal mit dem Kunsthandel, dem Kunstsammeln. Das war im Normalfall immer nur ein elitärer Kreis möglich, überhaupt in irgendeiner Form Kunstwerke ja auch zur Wertsicherung zu erwerben oder eben zu sammeln, zu handeln etc. Durch die Blockchain ist ja das Ganze schon ein bisschen anders geworden, hat sich verändert. Das merkt man vor allem ja auch gerade in diesem NFT-Hype, in dem wir uns gerade bewegen, was ja auch eine Form von Kunst ist. Ja, es ist vielleicht nicht physisch, aber dennoch sprechen wir in der Regel im Ursprung eines NFTs von Bildern. Zum Beispiel Bored Apes oder was man da eben alles so kennt. So, um was geht es jetzt aber bei ArtFi? ArtFi bildet quasi eine Community und in dieser Community, da werden verschiedene Kunstwerke, also wir reden von physischen Kunstwerken, gekauft. So, und jetzt wird es interessant. ArtFi geht jetzt her und sagt, okay, wir machen eine Sammlung, wir kaufen verschiedene Kunstwerke auf dem Kunstmarkt ein und bringen die so in eine Stiftung. Die steht nämlich da im Hintergrund, was wiederum auch sicherstellt, dass eben dieses Kunstwerk nicht wieder weiter veräußert wird. So, und mit der Eigentumsbestätigung, also dass eben die Stiftung wiederum auch reeller Eigentümer dieses Kunstwerkes ist, diese Bestätigung wird wiederum aufgeteilt in 10.000 NFTs und die werden wiederum veräußert. Jetzt ist dann der nächste Gedanke, was wir rausgelesen haben, dass eben zusätzlich eine Art Museum entsteht, also wo dann eben verschiedene Menschen, wir wissen jetzt nicht, ob es dann darauf hinausläuft, jetzt ähnlich wie bei den Bored Apes zum Beispiel, dass, wo man hier auf exklusive Partys kommt, dass du quasi zu diesem Museum Zutritt bekommst, wenn du NFT-Halter bist. Das wissen wir nicht, könnte vielleicht so sein, werden wir auch nochmal separat abklären. Was allerdings interessant ist, ist eben, das Ganze soll wie so eine Art, Wanderausstellung werden oder vielleicht auch physisch an einem Ort sein, wo eben diese Kunstwerke dann physisch betrachtet werden können. Auf der anderen Seite soll das Ganze aber auch im Metaverse möglich werden. Das heißt, im Metaverse sollst du dann auch die Möglichkeit haben, und da bist du ja dann mal geografisch ungebunden, dir diese Kunstwerke wiederum auch eben in Form eines NFTs im Metaverse anschauen zu können. Alles in allem ziemlich spannende Sache, also vor allem was auch die Wertsteigerung betrifft, weil so partizipieren ja gleichzeitig mehrere Menschen an einem Kunstwerk. Und dass da natürlich eine Wertsteigerung da ist, das hat die Geschichte ja auf jeden Fall schon bewiesen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du von dieser Thematik hältst, weil das geht ja jetzt mal wieder in den physischen Raum zurück, allerdings mittels NFT auf die Blockchain. Sammelst du vielleicht selber Kunstwerke, sagst du, hey, das macht absolut Sinn, da siehst du Potenzial auch in der Wertsteigerung, was natürlich seitens Investoren interessant ist. Oder sagst du, lasst mal die NFTs sein und die physischen Kunstwerke physische Kunstwerke. Ich bin gespannt, schreib dazu jetzt mal unten hier in die Kommentare. Und sonst, wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dass du keine Infos verpasst. Und wie eben bereits schon auch angekündigt, es wird noch ein weiteres Video geben, wo wir mit dem Founder eben persönlich ein Interview führen und nochmal über die ein oder andere Thematik sprechen und bestimmt nochmal in die ein oder andere Ecke noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Für den Moment aber hier alle Infos. Ich freue mich aufs nächste Video, wenn du wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, ciao!